Hey. Ich möchte dich heute teilhaben lassen an einem Bewusstwerdungsprozess, den ich vor ein paar Tagen hatte. Und es geht um die Angst, verlassen zu werden, beziehungsweise der Schmerz davor, verlassen zu sein. Und das ist was, was ich gut kenne. Und ich möchte dir einfach mal schildern, wie dieser Prozess abgelaufen ist. Und vielleicht hilft es dir auch, unterstützt es dich, wenn du selber tiefe Prozesse machen möchtest, ja, wie sowas ablaufen kann. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht, damit, ja, damit ich nichts vergesse oder den, also bei Bedarf einfach reinschauen kann. Es begann so, dass ich sehr eng mit einem Freund viel Zeit verbracht habe und ja, er mir sehr ans Herz gewachsen ist und ich ja, das sehr genossen habe. Und wir hatten eine sehr intensive Zeit zu zweit und das war sehr schön. Und dann kündigten sich Freunde von ihm an und ich merkte, dass immer wenn dieses Thema auftauchte, dass sie jetzt kommen und dann ging es noch darum, ob sie bei uns leben und ja, und das hat jedes Mal so einen Stoß in mir ausgelöst. Ich konnte es noch nicht richtig zuordnen. Ich habe nur so ein Unwohlsein gespürt und habe gemerkt, dass das Thema einfach schwer für mich ist. Weil ich Angst hatte, dass sich dadurch was verändert zwischen uns, dass er mehr Zeit mit den anderen verbringt. Und ja, das war ja wirklich ein tiefer Schmerz, wo ich jetzt sagen kann, dass der nicht der Situation entsprochen hat. Also der Schmerz war viel tiefer und schwerer als das, was in der Situation war. Aber natürlich dadurch, dass es verknüpft war mit etwas Altem, war es halt so, hat es sich so intensiv angefühlt. Dann kam der Tag, als sie wirklich kamen. Und ja, und der Schmerz brach so richtig raus. Ich habe den Schmerz sehr stark gespürt, die Angst, verlassen zu werden. Und es hat sich sehr, sehr schmerzhaft einfach angefühlt. Da musste noch nicht mal was im Außen passieren, aber es war einfach, es tat einfach weh. Und diese Situation mit diesen Freunden hat einfach was Altes in mir angetriggert. Und ich habe dann gemerkt, ich muss mich irgendwie zurückziehen. Die waren dann bei uns zu Hause und ich musste sie dann auch wegschicken, weil ich gemerkt habe, es tut zu sehr weh, wenn sie da sind und ich brauche irgendwie alle Zeit, um mich zu kümmern, weil der Schmerz einfach so stark war. Und das, was hochkam, so das Alte. Ich habe dann Bilder gehabt und Erinnerungen, wie mein Vater einfach, als ich ein Baby war, immer weggegangen ist. Er hat halt auf Montage gearbeitet und als Baby weißt du nie, kennst du die Zeit nicht. Du merkst nur, dass ein Mensch, den du liebst, weggeht und ich wusste nicht, wann er wiederkommt. Und diese Situation mit diesem Freund und den Freunden hat mich halt daran erinnert und hat mir geholfen, bewusst zu werden über diesen Ablauf und hat diesen Schmerz rausgeholt. Also es ist was Gutes. Jetzt im Nachhinein bin ich dankbar dafür, auch weil dieser Transformation sehr schnell vonstatten gegangen ist. Ich weiß noch, dass es früher viel länger gedauert hat, aber jetzt mittlerweile gehen die Prozesse einfach, ja, sie dauern so lang, wie sie dauern, aber ich war wirklich erstaunt, wie schnell das dann auch ging. Was habe ich gemacht? Es ging mir wirklich sehr, sehr schlecht.
Ich habe mich dann in ein Zimmer, in das Zimmer, was wir haben, zurückgezogen. Ich habe einfach geguckt, was kann ich mir jetzt in dieser Situation Gutes tun, wo dieser Schmerz so aufsteigt und sich aus den Zellen befreit, aus meinem System befreit. Ich mache dann immer, das ist eigentlich so das Notfallprogramm, das Mantra vom Dalai Lama an, wo er einfach eine Stunde immer wieder denselben Text rezitiert. Vielleicht hast du da auch ein Kraftlied oder irgendwas. Also es ist wichtig, einfach Dinge, die dir gut tun. Dann habe ich tauchten, der Schmerz war so schlimm, dass auch Selbstmordgedanken auftauchten. Das ist für mich immer so ein Zeichen, okay, es ist jetzt richtig Alarm. So. Und Selbstmord ist immer so die letzte Lösung, die letzte Freiheit, die ich habe. Und es ist gut zu wissen, dass ich die habe. Auch wenn ich sie nicht einsetzen möchte, aber ich merke dann einfach, wenn so Gedanken kommen, dass ich überlege, wie könnte ich mich von diesem Schmerz befreien, wie bringe ich mich um, dass es dann schon richtig intensiv ist für mich, für mein System. Die Gedanken kommen und gehen, sie kommen und gehen und ich habe dann auch Notfalltropfen genommen, Rescue-Tropfen, weil ich habe nach allem gegriffen, was mich unterstützt. Ich habe mir Kerzen angezündet, so mit dem Hintergedanken, dass sie einfach die Situation beleuchten, dass sie mir Licht schenken, weil es war halt in der Nacht. Und dann habe ich mein inneres Kind gehalten. Und ja, das ist, wenn so Triggerpunkte kommen, dann ist es halt, hat es was mit was Altem zu tun. Und dann sind es Situationen, wo unser inneres Kind alleingelassen war, verloren war oder was auch immer gefühlt hat, Todesängste, was auch immer. Und mein inneres Kind hat sich halt in dem Moment verlassen gefühlt. Und diese Verlassensängste habe ich da einfach nochmal gespürt, diesen Schmerz, dass der Mensch, den ich liebe, nicht da ist. Und habe mich gehalten und manchmal nehme ich dann so ein Kissen und umarme das. Oder ich habe zu Hause hätte ich auch so einen Teddybär, der für mein inneres Kind steht, den ich dann halte. Und ja, und dann habe ich irgendwann, nachdem ich so leicht rausgekommen bin, oder ich weiß nicht, dann habe ich mich abgelenkt. Ich bin ins Internet gegangen oder habe mir YouTube-Videos angeschaut, habe dann ein gutes Video gefunden von Vegan Power Girl, die auch einen ähnlichen Prozess geschildert hat. Und das hat mir dann einfach geholfen zu sehen, dass da auch andere Menschen auf diesem Weg sind. Und ja, und im Nachhinein, wie gesagt, es hat sich gereinigt und es hat sich nicht bewahrheitet, dass dieser Freund mich verlassen hat. Ja, also daran habe ich auch gemerkt, dieser Transformationsprozess, diese Angst ist einfach eine alte Angst, die hat mit der Realität jetzt nichts zu tun. Aber es gibt einfach Situationen im Außen, die so alte Gefühle triggern können. Triggern können heißt ansprechen, die dich erinnern. Ja, genau. Jetzt schaue ich mal. Ja. Ja. Und jetzt sind sie befreit, diese Ängste. Und diese Angst, verlassen zu werden, ist ja auch eine Urangst. Durkheim, der sich mit der initiatischen Therapie beschäftigt hat, der schildert auch von den Urängsten, die eigentlich jeder Mensch kennt. Ja, und das ist dann auch ab einem bestimmten Punkt, geht es einfach nur doch darum, sie da sein zu lassen. Da muss ich gar nicht mehr durchgehen durch irgendwelche Prozesse. Wenn ich alles befreit habe aus meinem System und dieses Alte integriert habe, dann werden diese Ängste irgendwann nicht mehr so auftauchen, beziehungsweise sie können auftauchen, aber ich steige nicht mehr so tief ein, wie ich am Anfang geschildert habe. Auch diesmal war es schon, ging dieser ganze Prozess einfach viel schneller durch, ja. Durchs Meditieren schätze ich,
übe ich ja auch immer das Beobachten meiner Gedanken, das Beobachten der Emotionen, ja, und übe nicht einzusteigen. Und ich denke, das hat mir auch geholfen, die Praxis der Meditation und des Beobachtens von Gedanken. Ja, also ich hoffe, ich kann dir mit diesem Video, kann ich mit diesem Video unterstützen, wenn du selbst schwierige Prozesse durchlebst. Und ja, ich sende dir wirklich aus tiefstem Herzen ganz viel Liebe. Ich weiß, es ist irgendwie immer so abgedroschen, aber ja. Ich mein's wirklich. Es kommt von Herzen und ich wünsche dir all die Unterstützung, die du brauchst für deine Prozesse. Ja, du bist nicht allein. Ciao.